Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, die verderbten Schwarzfälle anzunehmen bei Tandvis Windwirker an der Dunkelküste, an dieser Position. Um die Quest annehmen zu können, muss man die Quest der Cliffswing abschließen, also soweit mir bekannt. Wie ihr seht, bekommt man auch ein Quest-Item mit. Zieh ich mal in die Leiste. Und mal schauen, ob es was zu beobachten gibt. Man soll den Talisman der Verderbnis besorgen. Nun, man soll ja diese Schale als allererstes mit Mondbrunnenwasser füllen. Das dürfte dieser Mondbrunnen sein. Gleich in Oberdein oder Oberdine, irgendwie so. Mal schauen, ob stimmt. Ja, fühlen. Nun hat man gefüllte Säuberungsschale. Ich ziehe sie mal in die Leiste. Nun darf man sich ins Questgebiet begeben. Das werde ich gleich mal machen. Und sobald ich dort bin, werde ich euch zeigen, wie es weitergeht. Also ob man noch was sammeln muss, wo man dieses Quest-Item benutzen muss, wo überhaupt das Questgebiet ist, etc. Also, bis gleich. Ich bin nun im Questgebiet, bekämpfe diese Schwarzfälle. Also in diesem Gebiet findet die Quest statt. Wenn ihr über das Quest-Item geht, steht dabei, dafür werden Früchte, Getreide und Nüsse vom Lager der Schwarzfälle benötigt. An dieser Position ist das Getreidelager. So, und die spawnen ziemlich schnell nach. Also habe ich schon mal Getreide. Was seht ihr jetzt alles? Wo kommen die her? Bitte jetzt noch diesen Mob. Und lauft dann weg. So. Früchte, Getreide und Nüsse. Getreide habe ich ja schon mal. Noch nicht aus dem Kampf. Okay. Das ist seltsam, aber ich bin schon mal in die richtige Richtung gelaufen. Es ist jetzt schnell was und dann zeige ich euch, wo es die Nüsse gibt. Ich befinde mich aktuell hier. Natürlich sind auch hier Mobs in der Nähe. Die Krieger sind ziemlich einfach, nur diese Totemiker stellen ein Totem, das mir gar nicht gefällt. Ja, da ist es. So, und das ist das Nusslager. Und nun braucht man noch Früchte. Das ist auch gleich in der Nähe. Also nicht wegschalten. Natürlich sind auch hier Gegner in der Nähe. Alles in der Nähe. Und die Gegner sind auch in der Nähe. So, und hier sieht man Obstlager, da sind die Früchte drin. Nun habe ich alles. Jetzt muss man in die Nähe von diesem Feuer laufen.
Ich töte noch diesen Gegner. Und bevor ihr das Quest-Item benutzt, solltet ihr eventuell euch voll heilen. Also was essen oder wenn ihr Heiler seid, heilen. Denn danach muss man einen Gegner besiegen. So, jetzt kann ich dieses gefüllte Säuberungsschale benutzen. Und jetzt nicht erschrecken, da kommen Gegner angelaufen, einfach stillhalten. Kann man eh nicht angreifen, außer die Außenrum. Und jetzt ein bisschen abwarten. Jetzt erscheint sein Mob, Sabraxis. Den darf man töten. Stufe 19. Ich bin 19. Also sollte es leicht machbar sein. Debuffs, okay. Und das Quest-Item. Ich blende die Quest nochmal ein. Ist nicht von ihm zu looten, sondern wie ihr seht, erscheint neben ihm diese Dämonentasche. Die darf man looten. Wenn andere Spieler in der Nähe sind und es auch looten, einfach abwarten ein bisschen. Sonst steht da, wird bereits benutzt. Nun habe ich das Quest-Item. Jetzt begebe ich mich zum Abgabe im PC. Und dann melde ich mich nochmal bei euch. Bis gleich. Gleich bin ich beim Abgabe-NPC. Und nochmals zur Erwähnung, falls jemand vorgespult hat, diese Talisman der Verderbnis ist nicht vom Sabraxis selbst zu looten, sondern von der Tasche, die neben ihm gespawnt ist. Seid gegrüßt. Quest ist abzugeben bei Sandvis Windwirker. Mögen euch die An der Sterne leuchten. Dunkelküste, an dieser Position. Hoffe, mein Video konnte euch helfen. Eizocke, Ende.